Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Heute geht's mit zwei Quests weiter, die jeweils in Neketaka starten, aber außerhalb auf Inseln dann erledigt werden. You mistake me. I am not one of the courtesans. Tell me, you are the one who sails that fine ship, huh? I am Aboko. And I am positioned to offer. I have opportunities for. Thousand times I practice my speech. Mera. Never did it go this poorly. I am supposed to be in the business of giving bounties. But I know no one who hunts them. No one will unfurl their sail for my humble payments. But I must start from the bottom and work my way to the top, huh? You will take the job? You will take the job. Agrasima. Something special for my first hunter, then. I will start you on Meriel. The mad animancer. She tortures her victims with unspeakable treatments before casting what's left to Bereth's will. My contact saw her leaving Port Maje and heading west of Maje Island. Ja, das ist eine Kopfgeld-Quest. Meryl the Mad. Gestartet wird sie hier bei Oboko im Wild Meer. Und Meryl the Mad befindet sich westlich von der Insel von Port Maje. Und die werden wir jetzt machen. Die Quest geht recht fix. Das ist ganz genau ein Kampf. So eine Bounty Hunter, so eine Kopfgeld-Quest werden wir sehr viele machen. Die gibt es alle Nase lang. Und das ist jetzt eigentlich unsere erste Bounty Quest. Die schauen eigentlich immer so aus, entweder muss man irgendwo hin und jemanden besiegen oder man muss irgendeinen Piraten in einer Seeschlacht besiegen. Gut, und hier oben ist auch dann schon Meryl the Mad und ihre. Sie ist ein Necromancer, also ein Totenbeschwörer. Und sie hat hier zwei Konstrukte und vier Revenants dabei. Und da pulle ich die mal hier runter. Und jetzt kommt erstmal nur ein Revenant und alle anderen sind unbeeindruckt von uns. Okay, jetzt holen wir aber auch den Rest. Zumindest Meryl. Der Rest bleibt erstmal stehen. Und das war jetzt vielleicht nicht so gut, da hochzulaufen. Drei Revenants auf Verbrennen setzen. Ja, Meryl hat sich irgendwie wieder hochgeheilt. Die war vorher schon auf Hurt, also hatte ca. 50% ihres Lebens bereits verloren. Was noch steht, sind drei Revenants und zwei Konstrukte. Take them down. Lebensmäßig schaut es ganz gut aus, außer jetzt hier Seraphon, der natürlich wieder sich irgendwie hingestellt hat, also von allen abkriegt. Da endlich ist einer der Revenants down. Schotti kriegt hier leider einen Haufen Schaden ab, steht auch sehr ungünstig. So, zweiter Revenant down. Die meisten Schaden machen die Revenants hier, die Konstrukte teilen eher weniger Schaden aus. Meryl down. So, noch zwei Konstrukte
Und ein Revenant. Gut, der Kampf ist aber jetzt dann fast durch. Und da haben wir ihn erwischt, passt. Recht leichter Kampf. Und das war's auch schon mit der Quest, die ist bereits fertig. Sonst gibt's hier nichts zu tun. Die Quest muss nur wieder bei Aboko abgegeben werden. What do I owe this delight? My first bounty to pay off. An exciting day for us both. Maybe it's not much, but as I make more deals, more pyres will be available. 1400 Kupfer und das Level Up, das gibt es dann am Anfang von der nächsten Folge. Gut, und jetzt kommen wir noch zur zweiten Quest. Die startet hier vor Sansas Map Imperium. Das ist keine Bounty Hunter Quest, aber es ist eine Mapping Quest. Da glaube ich gibt es auch 4 oder 5, die hintereinander jetzt dann von Sansa vergeben werden. Und die holen wir uns jetzt mal ab. Oh, hello. Welcome to my shop. It's such a pleasure to see a new face. How might I assist you? Oh. I am a cartographer. I make maps. I'm not half bad at it either. And may the gods forgive my immodesty for saying so. If you need a map of any settled region of the Deadfire, I am your man. And my commission rates are quite generous. It used to be I would take to the sea and do a bit of charting myself. But I haven't the time. Too many maps need making. A shame, too. There's a whole swath of the Deadfire I've yet to see. I'm quite keen to write a book, in fact. Oh, but I won't trouble you about that. Excuse my nattering on, won't you? I'm putting together an explorer's account of the Deadfire. Or at least the part of it Queen Onekaza's tribe has laid claim to. My book will be the first of its kind. The explorer's club will go mad for it. Or, well, that was the idea. It's a fiercely dangerous enterprise, in point of fact, and nobody will agree to chart the islands for me. You'd think ship captains would be a bold-hearted bunch. I offered fair recompense. I'm not exactly the most powerful fighter, or I do it all myself. Still, wouldn't it be wonderful? An explorer's guide to the Deadfire. Someday. Do you mean it? This is... Wow! I can't thank you enough. It's a lot of ground, I mean water to cover, and some of these islands are in very dangerous waters. Don't worry, I planned it all out. We'll get your feet wet first. With a little experience under your belt, I'm sure you'll get a taste for it. Nothing will stop us. I mean, you. The idea is to explore all the islands that haven't been charted yet, or even named. That falls to you, Aimiko. You can't tell me you've never wanted to name your own island? I thought we could start with the waters around the company outpost at Port Maje. There are 2 islands in the region, and nobody's taken much notice of them yet. Once you're back, I'll start filling in my map and adding your findings to the book. Oh, this will be wonderful. Ja, Sansa schickt uns jetzt regelmäßig aus, Inseln zu erforschen. Und das erste sind jetzt hier 2 Inseln rund um Port Maje zu erforschen. Die erste Insel ist südlich von Port Maje, hat den Tempel auf Tangaloa Ruins drauf und da ankern wir jetzt mal und erforschen die Insel. Gut, das war jetzt hier nur für Loki, für Schotti.
Hier wieder was zum Durchsuchen, wobei wir jetzt nicht lange durchsucht haben. Und eigentlich geht es hier hinten um den Tempel. Und normalerweise reicht es bei diesen Quests, um das Ziel zu erfüllen, dass man in das Hauptziel, in dem Fall in den Tempel, reingeht und dann einfach wieder rausgeht. Das reicht eigentlich, um die Quest abzuschließen, aber natürlich mache ich die komplette Ruine. In dieser Ruine wird es einen Kampf geben, ist also eher kurzes Dungeon. Aber mit einem Haufen Gegner. Real quiet now. Ja, und Angkor, das ist quasi der Chef hier in dieser Ruine. Der Bösewicht. Ahoy. Die Gegner sind hier gleich in dem Nebenraum und da werde ich jetzt mal versuchen, ein paar hier rüber zu locken. Look. We had ribs last night. Ribs? Was hier ein bisschen ungünstig ist, dass der Pistolieri dort genau an der Ecke stehen bleibt. Das heißt, wenn ich den angreife, dann kann es sein, dass ich noch weitere Personen aus dem Raum dann pulle. Tatsächlich habe ich es noch nicht geschafft, irgendwie einen Schaden zu machen. Ja, jetzt aber. Okay, der erste ist down. Nee, der ist nur nach links gesprintet. Aber er ist fast down. Near death. Ein Hit noch. Dann gehört er der Katz. So, auch der ist down. Jetzt gibt es eigentlich nur noch den Pistolieri. Aber links sehen wir, da ist noch jemand. Genau, das ist der, auch der Captain Angkor, also der Chef von dem Ding. Deswegen ziehe ich jetzt erstmal meine Kollegen hier raus. Dass sie nicht mehr in seiner Schusslinie stehen. Um ihn vielleicht um die Ecke zu pullen. Aber das ist dann doch keine so gute Idee, okay. Der Pistolier hat dann auch angestürmt und eigentlich schaut es nicht wirklich gut aus für meine Leute, heiltechnisch. Remora hat noch Second Wind, aber er kann auch seinen Ring noch benutzen, um hier mal hoch zu heilen. Aber leider hat das für Jyoti nicht mehr gereicht. Die geht down. Boah, in der Zwischenzeit sehen wir, dass hier nicht nur ein Priester steht, sondern links immer noch der Captain und noch zusätzlich ein Warlock. Und tatsächlich bin ich jetzt irgendwie aus dem Kampf gekommen sogar. Was heißt, dass Jyoti wieder aufsteht? Jo, und da im Hintergrund haben wir auch noch einen Troll gepult. Meat.
Gut, ist nur noch der Troll übrig. Und den kriegen wir natürlich dann auch recht fix. Er macht so sauber Schaden. Aber wenn man nur noch gegen einen antreten muss, dann ist das meistens nur ein Kinderspiel. Eigentlich frage ich mich auch, wer denn die ganze Zeit eigentlich hier chant. Weil eigentlich hat keiner meiner Charakter eine Charm-Fähigkeit. Ja, und hier ist noch ein Gefangener, den wir jetzt noch freilassen. It's a right sorry tale, I'm afraid to say. Our ship, a beautiful ship she was too, ran aground in a storm. Waves so high we couldn't see a damn thing, you understand? Come to discover this here island's about as barren as an ancient lecher's bed. Not a scrap of nothing edible on it. And none of us were especially keen to take our turn about a wheel, so as the months wore on and no one came looking for us, we started running low on crew and, victuals. I think... My wrist, thank you mightily. Say, you got a ship? Couldn't get here without one, right? You by chance have any spots open for an old dwarf like me? I might not look it, but I'm a deft hand with the rigging. Can even cook some. I owe you one, Captain. A debt like this, I'm not sure I'll ever be able to repay you. You like stew? I got a great recipe. Flavor's real different, like nothing you ever tasted. I'll make it for you. You know, in thanks. So, Red-Handed hat sich uns somit angeschlossen. Ist jetzt ein Crewmember, das wir einsetzen können. Ja, hier wird noch alles geplündert. Aber das war's auch schon hier mit den Ruinen. Mehr ist da nicht. Und wenn man jetzt rausgeht, werdet ihr gleich sehen, dann schließt man die Quest ab, beziehungsweise man schließt die Quest eigentlich erst ab, natürlich, wenn man es abgibt bei Sansa, aber diesen Teilschritt der Quest schließt man bereits ab und man darf dieser Insel einen Namen geben. Gut, das war also die erste Insel und die zweite Insel. Die befindet sich jetzt nördlich von Port Magie und die ist ein bisschen größer. Und auch die muss jetzt erstmal erforscht werden. Ja, da sind wir in einen Kampf reingekommen. Xaurybs gegen den Drachen. Und die werden wir jetzt einfach platt machen. Ja, hier sieht man auch mal, dass gewisse Sachen manchmal auch irgendwie schief gehen, wenn man mit AI-Skripten spielt. Seraphim aus irgendeinem Grund steht hier einfach nur rum und macht erstmal überhaupt nichts. Und er sah sich dann im Explizit irgendwann, ich glaube es ist jetzt dann, den Auftrag gebe, hier was anzugreifen, dann greift er auch endlich an. Außerdem hat zu diesem Zeitpunkt auch das ganze Video eigentlich lang noch eins der AI-Skripten nicht so wirklich funktioniert. Alof hat permanent
einen seiner Fähigkeiten, wo er jemand verwirren kann, immer auf die eigene Gruppe gespielt. Deswegen hat meine Gruppe auch permanent diesen schwarzen Nebel um den Kopf rum. Das habe ich erst im Nachhinein dann verbessert. Leider. So, noch zwei Skull Ribs. Noch einer. Hier schalte ich nochmal vorsichtshalber das Schild ein, damit Alof weniger Schaden kriegt. Aber da ist der Kampf auch schon vorbei. Indeed. Gut, und dann können wir auch die Insel weiter erforschen. Hier gibt es noch den Broken Spear Pass. Auch der ist jetzt nicht eigentlich unser Questziel. Das Questziel ist jetzt gerade rechts unten erschienen. Das war der Broken Tower. Aber auch hier, in dem Teil, den wir jetzt gerade erforscht haben, kommen wir auch gleich in den Kampf rein. Wir haben irgendwelche Skelette untersucht und dann werden wir hier von 1, 2, 3, 4 Lesser Sand Blights angegriffen und von 2 Desert Worms. Die gefährlichen hier sind die Würmer. Remora tankt gleich mal 3 auf einen Schlag. Und Edea hat sich die anderen 2 geschnappt, was heißt, dass sich die anderen 3 um dieses erste Sandblight kümmern. Remora hat alleine einen von den Desert Worms bereits gelegt und Edea den zweiten. Und jetzt sind eigentlich nur noch diese 4 Sandblights übrig. Und die sind jetzt nicht so wahnsinnig schwierig zu legen. Ja, und da war es auch schon, mehr oder minder. Der letzte noch. Und down he goes. Nee, stimmt gar nicht, genau. Der Ruin Tower ist gar nicht unser Questziel. Hier kann man nur noch mal suchen. Das Questziel war da oben, es waren irgendwelche, genau, so Höhlen. Caverns of Xaur Tuk Tuk. Hört sich schon vom Namen her nach Echsenmenschen an. Und genau das werden wir auch da drin finden. Und die Gegner sind hier im nördlichen Bereich. Wie erwartet, Scourips, die ich hierher pulle, aber keine so gute Idee, weil es sind insgesamt 6 haben wir alleine jetzt schon gesehen. Aber Scourips sind auch meistens keine zu harten Gegner. Da oben taucht noch einer auf, das ist noch ein Priester. Aber ich tue mich eigentlich recht schwer hier jetzt in dem Kampf.
da irgendjemanden zu töten. Gut, da haben wir jetzt endlich einen. Und hier unten sind auch schon einige schwer verletzt. Was passt. Jetzt müssen wir uns erstmal hier durch die Reihen tanken. Bevor wir dann zum Priester und zum Skirmisher kommen. Aber jetzt sind wir schon fast durch. Okay, links unten, das ist sogar der Boss hier. Erkenne ich jetzt gerade. Deswegen lebt er vielleicht auch so lang. Watch if Rauki. Hier oben ist ein Sigil of Atrophy, das permanent Schaden auf unsere Leute macht. Dann hätte ich es noch versucht anzugreifen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, das down zu kriegen. Beziehungsweise das unterbricht einen permanent bei sämtlichen Sachen, sodass ich dann einfach weglaufen bin. Weil mir das einfach zu lange gedauert hätte, bis ich den down gehabt hätte, habe ich mich entschieden, dann einfach rauszugehen. Und irgendwie hier noch mal ein Skirmisher gepult, der offensichtlich noch irgendwo in der Ecke war. Vielleicht war das auch diese Patrouille, die wir vorher gesehen haben, der einmal oben rumging und deswegen sich in den Kampf nicht eingemischt hat, eher zuerst. Aber was wir noch finden, ist links ein Käfig. Mava Sharbrock findet sich da drin. Anscheinend ein alter Scourib, der weggesperrt wurde. Und die können wir befreien. Die spricht leider nicht mit uns. Aber was sie macht, sie verfolgt uns die ganze Zeit. Wie so ein kleines Haustier. Also dieses Sigil ist ziemlich lästig, wie ihr seht, weil man permanent unterbrochen wird, auch im Laufen. Muss ich die ganze Zeit rumklicken. Aber jetzt, okay. Versuche ich nochmal mit der Mutter zu sprechen. Auch hier wieder, wenn man dann das Hauptziel des Dungeon der Insel verlässt, kann man wieder Namen vergeben. Und in dem Fall ist dann wieder auch dieser Teil der Quest abgeschlossen. Und ich kann das jetzt abgeben. Und abgeben muss man es natürlich wieder bei Sansa. Der freut sich total, dass er das nächste Kapitel in seinem Buch schreiben kann. Tell me, how is the sailing? Smooth? Nothing to delay your expedition, I hope. How might I assist you? Ah, how exciting! Let's see here. Goodness, that's not what I was expecting. And so close to Porto Maggi. You've done wonderfully. Oh, this book will be the best thing since Cassini's adventures, and that was all romantic rubbish. Here, your pay, my friend. We're only getting started, of course. See.
1600 Kupfer und wir kriegen tatsächlich auch gleich die nächste Quest. Dann Tikawara, also Mapping Tikawara. Three islands this time, all nameless and unloved. They form a little triangle around Tikawara, if you squint. I'll be waiting. Gut, das war's auch schon mit dieser Folge. Die zwei Quests sind abgeschlossen. In der nächsten Folge geht's wieder mit einer ähnlichen Quest weiter. Bis dahin, ciao.